So, das könnt ihr mittlerweile schon. Ihr könnt auf dem Feld gehen und versuchen, eurem Partner oder eurem Gegner rechte Oberhaut zu verpassen. Wow, der hätte durch. Der wäre durchgegangen. Cool. Jem ist besser geschlagen als ich. Gut gemacht. Glück von Anfänger. Ja, wunderbar. Und es kann auch sein, dass aus dieser Position das noch weitergeht, wenn beide so gut schlagen wie Clemens. Natürlich dadurch, dass es halt in einer symmetrischen Anordnung beginnt, etwas, was beide machen können. Also Clemens sollte eigentlich auch, wie ihr auch, wenn ihr das fechtet, immer schon wissen, wie es theoretisch weitergehen kann, aber nie einen Schritt auslassen. Das heißt also, habt ihr gesehen, Clemens kann mit dem ersten Hieb direkt durchkommen. Sein Körper muss aber so konditioniert sein, dass er sofort danach Schrauben stechen kann. Ja? Alles klar, probieren wir es mal. Okay? Und jetzt beim nächsten Mal nimmst du den Ort nicht zurück. Das heißt also, da wo du hingeschlagen, wenn du geschlagen hast, ja, sofort weiter nach vorne schrauben. Ja. Aber nicht schlagen, hochwinden und dann nach vorne. Ja. Und zwar machen wir das mal in Zeitlupe, ja? Also, genau. Ja. Du musst nur mit dem Ort ins Ziel denken. Ja. Und das Ganze mit einer schraubenden, im Uhrzeigersinn verbundenen Bewegung machen. Kann sein, dass du ganz früh schon ein Ziel triffst, kann sein, dass ein bisschen später. Ist kein Fehler, wenn er, ich meine, okay. Ganz entspannt. Ja. Du brauchst ja nicht schnell. Nein. Du bist ein Ex von mir. Ich würde so machen. Und so schnell ins Ziel gehen, wie es geht. Okay. Wieso verschwendest du Zeit? Der Ort will ins Ziel. Und nochmal. Du bist ein bisschen verwirrt, du kriegst es hin. Pass auf. Hau mir aus dem Kopf. Nochmal. Also können beide das machen, was wir gerade geübt haben. Seid jetzt nicht darauf angewiesen, dass ihr winden müsst, oder dass er anfängt zu winden und ihr dann verurteilt seid zu sterben. Was gerade eben passiert ist, ist das Folgende. Wir haben beide sauber zueinander geschlagen, Clemens hat sofort angefangen zu winden und ich habe dann aber einen Schritt übersprungen, hier seine Waffe hochgehoben, so wie wir es eben geübt haben, Schildschlag gemacht und zugehauen. Ja, also das ist schon nicht so, dass wenn einer anfängt mit dem Stück, der andere verdammt ist zu sterben. Wenn beide das Stück kennen, kann es sein, dass trotzdem er jetzt den Vorteil hat, denn zuerst angefangen hat zu winden, habe ich ihn mit dem anderen Teil aus diesem Stück dann doch gezwungen. Also, das habt ihr gelernt, das könnt ihr schon einsetzen. Also diese einzelnen Versatzstücke funktionieren einfach wunderbar gegeneinander. Was haben wir noch gelernt? Clemens hat gelernt, mich mit Halbschild anzugreifen. Ja? Der Witz bei Halbschild ist, dass er den Kampf zu mir trägt und sofort weiterarbeiten muss. Zum Beispiel. Ja. Lass uns eine Geschwindigkeit nehmen, Clemens. Ja. Ja? Dass du keine Brüche drin hast, sondern dass wir fließend durcharbeiten, außer ich sage, halt an der oder der Stelle an. Okay, ich darf mal was erklären. Naja, nee, will ich nicht. Eigentlich will ich. Das zeigen, wie das mit